Die Mägel von Kladde mit festem Einband umfasst insgesamt 72,90 Gramm pro Quadratmeter matte EOS Papierblätter ohne Vorsatz. Über ungestrichenes Papier sei gesagt, dass es mit keiner Beschichtung aus Kunststoff, Pigment oder gar Harz versehen ist. Es verleiht einem Druckerzeugnis weichere, mattere als auch leisere Attribute und ist insgesamt umweltverträglicher als gestrichenes Papier. Das nicht vergilbende, aus gebleichtem Zellstoff hergestellte holzfreie Papier enthält maximal 5% Holzstoffe und eignet sich somit für Druckerzeugnisse wie Bücher. Was genau ist Holz eigentlich und wie wird daraus Papier? Lignin, Zellulose und Hemicellulose sind die Hauptbestandteile von Holz. Nachdem man den zerkleinerten Holzstamm unter Beigabe von Chemikalien und Wasser gekocht hat, werden die gelösten, gereinigten und gebleichten Fasern auf einer Papiermaschine mit Walzen zu Papier verarbeitet. Nach dem Glättungs- und Trocknungsvorgang nimmt das Papier schlussendlich Form an. Die Länge des Megafonkalenders beträgt 215 mm, die Breite 136 und die Tiefe liegt bei ganz 17 mm. Das entspricht nicht ganz dem genormten DIN A5 Format. Der Kalender wird in zwei Teile gegliedert. Auf der linken Seite wird eine Woche pro Seite mit 7 untereinander liegenden Wochentagen gekennzeichneten Feiertagen und Mondphasen dargestellt. Auf der rechten Seite findet man dann genügend Platz für seine Notizen auf kariertem und blankem Papier. Erhältlich ist er in drei verschiedenen grafisch designten Einbändeversionen. Hergestellt wird der Kalender mit guter Haptik in Marburg und ist somit ein innerhalb der Europäischen Union gefertigtes Erzeugnis. Der Kostenpunkt liegt bei 16 Euro pro Stück, die durch 2 geteilt werden, denn der Verkäufer bekommt ganze 50% des Verkaufspreises förderlich der Integration. Der Megafon-Taschenkalender punktet über seine Verarbeitung der innerhalb der Europäischen Union gewählten Produktionsstätte und den fairen Bedingungen für seine Verkäufer. Punkteabzüge gibt es heuer keine und so schneidet der Megafon-Kalender im Test mit der Note sehr gut ab.